Start rein. Für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Red Bull, Ricciardo und Nico Rosberg. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen.
großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied gemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das Rennwochenende geht zu Ende und wir sehen einen neuen Namen an der Spitze der Fahrerwertung. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Felipe Massa. Für mich war das eine herausragende Leistung, die seiner nicht unwesentlichen Erfahrung zu verdanken ist. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen.